Hallo und herzlich willkommen hier beim Salem Vogel. Heute wollten wir euch mal intelligente Knete vorstellen. Eine Knete, das sieht man vielleicht nicht, so ist es richtig rum. Also eigentlich ist es so richtig rum wegen der Kopf, ne? Aber das in der Kamera, das sieht immer ein bisschen anders aus, deswegen mache ich mal gerade so. So, ja. So, ja, wir machen die auch mal auf. Also die ist Magnetik, das steht auch hier drauf, oder? So. Steht auch hier drauf, oder? Ist richtig rum, das steht auch hier drauf. Da. Jo, jetzt machen wir auch mal auf. So sieht die aus, Leute. Das ist intelligente Knete. Ja. Riecht ganz normal eigentlich, ja, intelligente Knete, Leute. Kann man mit alles machen. Und folgendes, man kann, das ist so zerbrechlich wie Vasen und so, wie Glas halt. Kann man natürlich wieder zusammensetzen, diese Knete, Leute. Aber ist so zerbrechlich wie Glas, kann man auseinanderreißen, ist wie ein, kann man, das hüpft. Also habe ich selber noch nicht ausprobiert, Leute, aber hier steht schon mal drauf, es hüpft. Kann man auseinanderreißen, also ist magnetisch und da kann man schön formen mit, also Männchen oder so. Hier kann ich natürlich auch noch mal alles zeigen. Ja, das Zeichen, das Zeichen, das Zeichen, das Zeichen, das Zeichen. Könnt ihr alles noch mal gucken? Ich schätze mal gerade so. So. Und das hier, das steht schon, das ist ab 14 Jahren geeignet, Leute. Natürlich ab kleinen Kindern natürlich auch nicht. Ist ja klar, wegen, die nehmen das ja auch gern im Mund. Und da ist ein Magnet drin und das können sie dann, wie soll ich sagen, halt gefährlich werden, so sagen wir es jetzt mal. Ja, ab 14 Jahren geeignet, Leute. Aber ich bin ja schon 8 und wird bald 9 und das ist eigentlich okay. Ja, ja, okay. Das wollte ich euch heute nochmal zeigen, Leute. Intelligente Knete. So sieht die aus, Leute. Ist auch magnetisch. Natürlich alles. Ups. Natürlich alles. Magnetisch, kann zerreißen. Alles Glas. Zerbrechlich wie Glas. Alles. Ja, okay, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. In der ganzen Knete haben wir ja ganz viele Spielzeugtester vorgestellt. Ganz, 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 ganz viele hier um die Welt. Ganz, ganz viele. Und ja, intelligente Knete. Hoffe, das kennt jeder, glaube ich. Unter 3 Jahren nicht geeignet, Leute. Also unter 3 Jahren nicht geeignet. Ja, Leute, macht sehr viel Spaß damit zu spielen. Ich habe das jetzt noch nicht aufprobiert, aber werde ich auch gleich machen. Ich mache morgen nochmal ein Video da, wo ich auch die Knete raushole und alles bestimmt zeige jetzt. Morgen mache ich vielleicht ein Video oder vielleicht auch heute. Muss ich mal gucken. Ja, okay, Leute. Könnt ihr mal einen Daumen geben oder Daumen nach unten, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Und ich hätte mich gefreut, wenn ihr die Glocke anmacht und wieder schön abonnieren. Tschüss, bye bye.